Herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play. Ich spiele heute. Wie heißt denn das nochmal? Moment. Kraft. Ja, das ist dieses Minekraft da. Das ist ganz neu erschienen. Das ist erst vor 4 Tagen erschienen. Ich habe gleich die allererste Version geholt. Das ist die 1.3.2. Das ist die allererste Version von Minekraft, genau. Und ich hatte vor, das jetzt zu Let's Playen und deswegen würde ich mal sagen, starten wir eine neue Welt. Ich nenne meine Welt einfach mal so, wie das Spiel geschrieben wird. Ja, Minenkraft eigentlich mit 3R geschrieben, das wissen die meisten nur noch nicht. Auf jeden Fall, ja, da gibt es auch noch dieses komische Welt Options. Keine Ahnung, was ich da einbauen soll. Und mache einfach mal das da. Gut, das sollte eigentlich reichen. Und ich würde jetzt eine neue Welt erstellen. Ja. Also soweit ich weiß, hat das noch keiner Let's Played. Ich müsste der Erste sein, der das gemacht hat. Oder der das jetzt macht. Also, wenn das mal hier losgehen würde, das dauert ein bisschen. Weil die Renner, also, ja, auf jeden Fall, das ist dieses Minikraft. Ja, da, das ist perfekt. Wir haben hier hinten auch schon einen Strand. Und das leckt ganz schön. Das ist ja nicht so gut. Auf jeden Fall haben wir hier einen Strand. Das ist nämlich sehr wichtig, dass wir hier Sand haben. Weil Sand ist das Allerwichtigste in Minekraft. Also das habe ich mal gelesen. Dass man als allererstes immer Sand abbauen soll. Da Sand sehr, sehr wichtig ist bei diesem Spiel. Das soll das Wichtigste in diesem Spiel sein. Aber mit Sand kann man ganz tolle Sachen machen. Ich habe auch gehört, man kann mit Sand und Holz kann man Werkzeuge erstellen. So Sandwerkzeuge. Das soll sehr, sehr nützlich sein. Und ja, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Sand holen und dann auch ein bisschen Holz, um mir ein paar Werkzeuge herzustellen. Natürlich auch Sand. Also hier ist schon mal ein Baum, den müssen wir aufschlagen. Ich habe gehört, dass Stein soll hier das Wertvollste sein. Weil es ja noch die allererste Version ist, da soll Stein am allerwertvollsten sein. Ja, einfach mal schauen, wie das dann so läuft. So. Das ist übrigens total realistisch. Also ich habe das schon mal im echten Leben gemacht, mit der Hand gegen den Stein geschlagen und ich habe den mit der Hand gegen das Holz geschlagen und der Baum ist dann umgefallen. Aber dann hatte ich irgendwie so eine komische rote Flüssigkeit an meiner Hand und ich musste irgendwie in so ein komisches Haus. Ich glaube, das ist Krankenhaus oder sowas. Auf jeden Fall, da musste ich dann auf jeden Fall hin. Ich habe keine Ahnung warum. Also, es war eigentlich nicht so schlimm. Es hat halt nur ein bisschen gebrannt und so eine rote Flüssigkeit ist mir runtergelaufen. Auf jeden Fall, das grüne Zeug hier, das kenne ich. Irgendwann kenne ich das. Ich glaube, das ist Unkraut. Genau, das muss Unkraut sein. Mit Unkraut kann man ganz tolle Sachen machen. Ach, übrigens, das ist, glaube ich, eine Katze gewesen oder so. Ja, das muss eine Katze gewesen sein. Da sind noch mehr Katzen. Das ist super. Ich wünsche, ich hätte jetzt einen Fisch, um die Katzen irgendwie anzulocken. Ich weiß jetzt, ob ich die schlagen soll, weil das könnte ein bisschen gefährlich werden, weil Katzen sehr, sehr aggressiv sind. Ich glaube, ich lasse die Katzen erstmal hier stehen. Und wenn ich dann Fisch habe, dann werde ich mir mal schauen, wie die Katzen so drauf sind. Und hier ist eine Kühe. Okay, dann würde ich mal sagen, ich mache mir mal ein paar Werkzeuge. Auf jeden Fall soll man das hier reinziehen. Und dann macht man hier und hier, um eine Workbench zu machen. Oh, doch nicht. So. Nee, so. So. Moment. Ach, genau, so ging das. Ja, also wie gesagt, das Spiel ist total neu, also muss ich mir erstmal ein paar Sachen gewöhnen. Gut, so waren Sticks, das weiß ich auf jeden Fall noch. Und jetzt werde ich mir mal ein paar Sachen aus Sand machen. Also erstmal ein Schwert. Moment, das ging, glaube ich, so. Komisch, in der Minecraft-Wiki war auf jeden Fall, dass es so sein soll. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt gerade nicht geht. Vielleicht muss ich doch so machen. Doch nicht. Ja, komisch. Eigentlich müsste das so funktionieren. Vielleicht so? Komisch. Kann man Sachen aus Sand? Oh! Also okay, anscheinend kann man Sachen aus Holz machen. Das ist sehr interessant. Aber ich hätte doch gerne ein Schwert aus Sand. Na, nur komisch, das geht irgendwie nicht. Ah, okay. Also anscheinend kann man aus Sand erst, wahrscheinlich später, wenn man ein höheres Level erreicht hat, kann man erst aus Sandwaffen bauen. Deswegen werde ich mir erstmal diese Kuh hier vornehmen. Oder mal wenigstens schon mal ein bisschen Fleisch, die auch noch. Super. Gut.
gut. Ich weiß noch nicht genau, wann wir das Unkraut anpflanzen, damit daraus mehr Unkraut wird. Ich habe nicht gehört, Unkraut ist sehr, sehr wichtig. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie wir Unkraut nochmal anpflanzen. Ich werde das dann später mal googeln. Wie gesagt, das Spiel ist total neu, also da muss man schon ein bisschen nachforschen, sonst hat man es hier total verkackt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Am besten nehmen wir noch ein paar Blümchen mit. Vielleicht finden wir hier ja eine hübsche Frau und können sie zum Date einladen. Einfach mal schauen. Oh, anscheinend kann man hier Schaden bekommen. Das wusste ich auch noch nicht. Ich dachte, diese Herzen, das wäre eine Liebesanzeige. Wenn die ganz leer sind, dann sind wir verliebt oder so. Auf jeden Fall, ja, hier ist anscheinend eine Höhle. Habe ich auch gehört, dass es hier Höhlen gibt. Und hier gibt's. Oh, was ist das denn? Was sind das denn für komische Dinger? Der war ganz schön sauer. Oh, unsere Liebesanzeige scheint irgendwie runterzugehen. Naja, auf jeden Fall, ja, ich denke mal, wir sollten was essen. Das ist vielleicht ganz fraghaft hier. Ja, roh. Also ich esse Fleisch natürlich auch immer roh. Das macht jeder so. Und ich würde mal sagen, wir bauen Stein ab. So. Das soll so lange dauern, das muss so sein. Aber Stein ist extrem wertvoll und das hat ja gar nichts gedroppt. Ah, doch, da unten liegt's ja. Das ist ja komisch. Mein Gott, was ist das denn? Das ist eine ganze Armee, oh verdammt. Was mache ich denn da jetzt am besten? Was sowas. Das ist ja schade. Oh, das habe ich auch gehört, das ist verrottetes Fleisch. Das soll extrem viel Leben geben. Aber das können wir gerade nicht essen, weil, ja, man sieht ja, unsere Hungeranzeige ist anscheinend voll. Ja. Oh, das habe ich auch gehört, das soll auch ziemlich wertvoll sein. Ist zwar nicht so wertvoll wie Stein, aber ist genauso wertvoll. Ich glaube, das war Eisen oder so. Irgendwas war das. Auf jeden Fall ist es genauso wertvoll wie Stein. Vielleicht noch ein kleines bisschen wertvoller. Aber es droppt nichts. Das ist komisch. Also, soweit ich weiß, müsste das eigentlich auch droppen. Genau wie das Stein. Wo ich immer noch nicht verstehe, warum das Stein auf einmal da unten gedroppt ist. Wo ich sie abgebaut habe. Ziemlich komisch. Oh, das ist auch, das kenne ich auch. Das ist eine Ziege. Genau, das ist eine Ziege, soweit ich weiß. Ja, ich habe mich ein bisschen über das Spiel schlau gemacht und weiß auf jeden Fall, dass es eine Ziege ist. Und da sind diese Katzen. Mal schauen, ob die nur Knochen. Okay, du bist scheiße. Oh Gott, oh nein, jetzt ist sie sauer. Oh verdammt, oh Gott, jetzt ist sie sauer. Vielleicht will sie auch nur schmusen. Na, willst du, okay, doch nicht. Sie wird doch nicht schmusen. Das ist gar nicht gut. Jetzt sollten wir lieber rennen, weil, wie wir wissen, Katzen können sehr aggressiv sein. Ich glaube, die ist nicht wütend, weil ich sie geschlagen habe. Ich glaube, sie ist eher über den Knochen wütend. Wie jeder weiß, Katzen hassen Knochen. Und das ist sehr, sehr komisch. Und die Dinger jetzt mit. Oh mein Gott, die sind immer richtig aggro. Ich will die Katze jetzt nicht töten, weil das ist ziemlich unmenschlich. Aber anscheinend haben wir keine andere Wahl. Ich will nicht weiter in den Dschungel eindringen. Weil wir ja wissen, im Dschungel wohnt der Slenderman. Und das könnte ziemlich gefährlich sein. Auf jeden Fall, ich müsste mal gucken, wo ich lang muss. Das ist ja schon mal gar nicht gut. Oh, eine Rose. Damit kriegt man, wie gesagt, jede Frau rum. Generell mit Blumen. Also, das ist ganz normal. Kann man sich ja irgendwie denken. Oh, und hier ist Wasser. Wasser ist auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ich habe die Katze wieder gehört. Oh, da hinten ist Thaddäus. Drei Thaddäus, die heißen in dem Spiel Thaddäus, also nicht, dass ihr euch wundert. Aber das ist gar nicht gut. Wo ist denn die Katze hin? Komisch. Egal, ich werde auf jeden Fall mal weitersuchen. Nach mehr Rohstoffen. Also ich habe jetzt schon ziemlich viel. Ah, okay, jetzt kann ich euch dieses Fleisch da zeigen. Das ist Fleisch vom Zombie. Das ist sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr nahrhaft, habe ich gehört. Und wie ihr seht, eine grüne Energieleiste, damit geht das wohl ziemlich schnell, dass ich wieder, ja, dass ich einfach, wie heißt das, die Hungeranzeige wieder schnell voll bekomme. Das ist wohl ein gutes Zeichen, dass das grün ist, das soll glaube ich so sein. Was ist das denn, warum kriegen wir denn so schnell wieder Hunger abgezogen? Ach du Scheiße. Okay, das Spiel ist anscheinend noch ein bisschen verbuggt. Ja, wie gesagt, das ist ja die Beta-Version. Das ist die allererste Version. Die 1.2.3, nein, die 1.3.2 ist die allererste Version.
Oh, und da hinten ist noch mehr Unkraut. Das ist ein bisschen komisch, warum das Unkraut hier in der Wüste wächst. Eigentlich wächst der Unkraut immer in meinem Garten, aber hier ist es komischerweise auf einmal hier. Das ist sehr, sehr komisch irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber scheint so. Ja, auf jeden Fall das Unkraut da weg. Und ganz wichtig, Sand natürlich. Es ist zwar nichts dabei rausgekommen, dass Sand nichts bringt, aber ich finde trotzdem, Sand ist sehr, sehr wichtig. Sand ist einfach das Allerwichtigste bei diesem Spiel. Oh, und Kaktusse, die sind auch ganz wichtig. Die sollten wir auch immer mitnehmen. Übrigens, dass die Schaden machen, ist, glaube ich, auch irgendwie auch so ein Bug. Weil, soweit ich weiß, sollen die gar keinen Schaden machen. Das ist ein bisschen komisch. Aber ich hatte erstmal ein bisschen was essen. Und ich glaube, wir brauchen mehr Kühe. Ja. Oder irgendwas anderes Essbarem. Ja, natürlich noch dieses Fleisch hier, aber das scheint nicht so nahrhaft zu sein. Oh, die Anzeige ist mal nicht grün geworden. Das ist sehr schön. Anscheinend ist das doch ein ganz spezielles Fleisch. Ich glaube, der Spieler muss sich einfach nur an das Fleisch gewöhnen und dann kann er das auch immer essen und bekommt sofort wieder voll Leben. Ich müsste jetzt mal gucken, wo jetzt noch Tiere sind, weil ich bräuchte was zu essen. Ja, übrigens, die Musik im Hintergrund, die habe ich selber gemacht mit meiner Trommel. Ja, ich bin ziemlich musikalisch begabt. Ich spiele Trommel. Nein, keine ganz normale Trommel. Ich spiele einfach nur Trommel. Eine ganz normale Trommel, wie ihr sie auf Paraden kennt. Ja, sowas spiele ich. Und das Lied habe ich mit meiner Trommel gemacht. Ja, ganz allein mit der Trommel. Und ich habe dafür kein Musikprogramm verwendet. Nein, ich habe einfach nur auf meiner Trommel draufgehauen und das neben mein Mikrofon gestellt und das dann aufgenommen. Und ja, so ist das dann zustande gekommen mit meiner Trommel. Ja, genau so. Genau. Auf jeden Fall müsste ich jetzt irgendwie mal eine, einen Ochsen finden. So heißen die hier. Wo ich am Anfang eigentlich gedacht habe, das ist ja eine Kuh, aber das scheint dann jetzt wohl doch ein Ochse zu sein. Keine Ahnung warum. Ich habe auch gehört, hier gibt es so andere Mitspieler, die heißen, wie hießen die nochmal? Die waren so länglich und, die sind so länglich und haben einen komischen Kopf. Auf jeden Fall haben die sehr, sehr lange Arme und sehr, sehr lange Beine. Und hier bekommen wir auch Wolle von den Ziegen. Das ist irgendwie sehr, sehr, sehr komisch. Das Spiel verwirrt mich ein bisschen, weil man hier, keine Ahnung, man bekommt hier voll die komischen Sachen. Ja, man, seit wann bekommt man von Ziegen Wolle? Also, das ist voll komisch. Ich weiß gar nicht mal, was das da ist, aber darüber habe ich auch was gelesen. Ich glaube, das waren Selbstmordterroristen. Ja, die wurden hier eingebaut aus Spaß. Wo ich das ein bisschen unwitzig finde. Ja, ich finde das ziemlich unwitzig, weil das ein bisschen komisch ist. Aber was richtig komisch ist, ist, dass ich was zu essen brauche und nichts habe. Ich brauche Essen. Ich habe gehört, dass Pilze hier sehr nahrhaft sind und man die hier essen kann. Und dass der Typ mir auf den Sack geht. Das ist sehr, sehr schlimm. Unschön ist das. Also das finde ich sehr, sehr unnett. Ich mochte Spinnen zwar noch nie, aber das geht ein bisschen zu weit. Ja, auf jeden Fall brauche ich Pilze, um zu überleben. Ich habe gehört, man kann hier Pilze essen. Egal welche Pilze. Da macht man sich jetzt einfach wieder so eine Crafting Box, oder wie das Ding heißt. Setzt das hier hin, macht sich was zu essen. Ich glaube, es ging so. Ja, das ist eine Schüssel. Eine Porzellanschüssel, die ich aus Holz gebaut habe. Und dann mache ich mir hier jetzt zwei Pilzsuppen. Ja, genau so ging die. Übrigens habe ich hier eine Liste stehen, wie man das macht. Also das ist sehr, sehr schwer. Das kennen auch nicht alle. Ich glaube, ich bin der Erste, der das überhaupt jemals gemacht hat. Weil, wie gesagt, das ist ja die allererste Version, die ich hier spiele. Und das ist dann nicht so leicht, hier zu überleben. Aber ich werde mir noch ein paar Pilze schnappen. Weil anscheinend sind hier Pilze sehr, sehr nahrhaft. Und ja, ich habe mir gerade wehgetan, aber das soll so sein. Also laut dem Spielverlauf soll das so sein. Also das Spiel hat auch voll die fette Story und so. Also das ist richtig, richtig interessant, die Story. Die ist richtig gut gemacht, die Story. Ich habe die Story zwar noch nicht ganz gelesen, aber ich werde auf jeden Fall mal schauen, wie die Story nochmal ging. Natürlich weiß ich es natürlich auswendig, aber natürlich um euch zu zeigen, wie das geht. Oh, ich habe gehört, aus Stein, ja genau, das ist die wertvollste Waffe im ganzen Spiel. Steinsachen, die sind die besten Sachen, wie ihr hier seht. Die sind sehr, sehr wertvoll. Und das ist schon wieder eine Spinne.
Dinger, die ich nicht mag. Oh, das ist schon wieder einer. Das ist gar nicht gut. Ist gut. Dann würde ich mal sagen, wir holen uns noch ein paar Kühe. Ich brauche nämlich ganz viel Fleisch. Und da sind sie. Da diese zwei Dinger. Seht ihr die im Anzug? Ja, ich habe gehört, das ist der Slenderman. Der soll hier eingebaut worden sein. Wie ihr seht. Der Slenderman. Oh, der scheint ziemlich aggressiv jetzt auf uns zu sein. Das ist, das ist. Oh. Ja, ich glaube, das soll passieren. Das habe ich in der Story gelesen. Das soll passieren. Also, ja. Das soll auf jeden Fall passieren. Das ist so gewollt. Und ja, jetzt muss ich auf jeden Fall meine Sachen wieder finden. Ich habe nur keine Ahnung, wo die gerade sind, weil ich nicht mehr weiß, wo ich überhaupt hin muss. Das ist jetzt ziemlich blöd. Ich hatte die wertvollsten Sachen überhaupt. Das ist dann schon ein wenig ärgerlich, wenn man hier ja, kämpft und dann ist auf einmal da, sind auf einmal deine ganzen Sachen weg und du hattest voll die wertvollen Sachen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber ich gebe nicht so schnell auf. Ich mache hier gerade weiter und ich werde auf jeden Fall meine Sachen wiederfinden. Und ich werde mit diesem Typen auch nochmal reden. Also ich werde ihn auf jeden Fall melden. Der kann mich hier nicht einfach töten, das ist unfair. Obwohl ich die wertvollsten Sachen habe, aber ich habe mir ja, ich habe mich irgendwie angegriffen gefühlt und dabei habe ich dem Team gar nichts getan und deswegen werde ich ihn jetzt auch beim Mojang melden. Wenn ich die Aufnahme hier beendet habe, werde ich ihn auf jeden Fall melden. Der wird auf jeden Fall was von meinen Anwälten zu hören bekommen. Übrigens ist mein Anwalt Chuck Norris, wenn es euch interessiert. Der hat ziemlich durchschlagende Argumente. Der hat mich oft auf der Patsche geholfen. Zum Beispiel hat er mich bei dem Fall rausgehauen, als ich angeblich in die Dusche ja gekackt habe, obwohl das gar nicht stimmt. Das war mein Nachbar. Und ja, Chuck Norris hat mir aus der Patsche geholfen, auf jeden Fall. Komisch. Ich weiß gar nicht, wo wir hingehen. Ich gehe jetzt einfach irgendwo lang. Oh, da sind wir ja wieder. Stimmt. Hier war das ja, als ich meine Sachen verloren habe. Das war ja hier in diesem, ich weiß gar nicht, was es ist. Das ist irgendwie so sumpfig. Das könnte ein Sumpfgebiet sein, ich bin mir aber nicht sicher. Oh ja, hier ist die Explosionsstelle. Das heißt, hier in der Nähe müssen unsere Sachen sein. Und ich wurde gerade getroffen. Das ist nicht so gut. Okay, jetzt muss ich meine Sachen wieder finden, weil die waren verdammt wertvoll. Hier ist meine Crafting-Box. Ah, hier sind meine Sachen. Sehr schön. Ja, ich hatte voll die wertvollen Sachen, wie ihr seht. Also die besten der Welt. Oh, oh, das ist gar nicht gut. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Die sind nicht gerade freundlich gestimmt, wie es aussieht. Aua. Das ist nicht gut. Das ist nie ein gutes Zeichen. Eigentlich wollte ich mit denen Freundschaft schließen und die zu meiner Suppenparty einladen. Ja, ich leite Suppenpartys. Ich bin Suppenpartyleiter. Das heißt, ich mache Suppenpartys. Ganz exklusive Suppenpartys. Die Suppen mache ich natürlich selber. Und ich glaube, wir sind hier erstmal in Sicherheit. Das ist gut. Ich sollte mir jetzt erstmal wieder ein paar Sachen craften. Deswegen würde ich mal sagen, wir fällen wieder diesen Baum. Oh, warte, ich habe gehört, mit einer Waffe geht das schneller. Mit der Schaufel soll das ganz gut gehen. Ja, auf jeden Fall, anscheinend ist unser Leben nicht mehr so ganz in Ordnung. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes weiterhin geben. Und wie ihr seht, ich habe auch schon ziemlich viel erreicht. Ich meine, soweit ist, glaube ich, noch keiner gekommen. Und davon sind Kühe, die will ich haben. Okay, jetzt erstmal eine neue Bank erstellen. Ich werde jetzt mal versuchen, ob ich Sachen aus Sand herstellen kann. Das sollte jetzt langsam mal machbar sein. Komisch, immer noch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da los ist. Also man soll doch irgendwann mal Sachen aus Sand herstellen können. Das kommt wahrscheinlich dann erst wirklich ganz, ganz, ganz später. Außerdem habe ich gehört, hier gibt es zurzeit in diesem Minecraft einen Endgegner, der zur Story gehört. Der soll richtig schwer sein. Ich glaube, der hieß, das war irgend so ein Drache. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Aber der war auf jeden Fall so ein schwarzer Drache. Und ich weiß gar nicht, warum dieses Minecraft so seltsam aussieht. Bei diesem komischen Release-Cover, als ich mir gekauft habe, auf der Webseite sah das ganz anders aus. Ich glaube, ich war wohl der millionste Kunde oder der tausendste Kunde und habe wohl diese ganz spezielle Version bekommen. Mit diesen schönen Texturen, diesen schönen Grafikeinstellungen. Der Zombie hat mich hart geschlagen.
Das ist sehr, sehr gut. Das soll so sein. Also Zombies gibt es hier anscheinend auch. Das ist sehr gut. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mal, was ich überhaupt noch jetzt so noch machen kann. Also ich denke mal, wir sollten jetzt langsam was bauen. Ich habe gehört, das stabilste Material soll Sand sein. Deswegen kann man aus Sand auch so viele Waffen bauen später. Wie gesagt, Sand ist sehr, sehr wertvoll und daraus baue ich mir jetzt ein Haus. Ja, das ist wohl das Schlauste aus Sand. So. Okay. Ja. Sand ist wirklich das Beste hier. Also, oh, aber mir geht das Sand langsam aus. Das heißt, ich muss mir bald neuen Sand holen. Wo bekomme ich Sand her? Achso, davon ist der Sand. Ja, da kann ich jetzt wohl meine Schaufel zum Einsatz bringen für Sand. Sand sehr, sehr, sehr wertvoll ist, wie wir alle wissen. Wasser ist auch noch wichtig, aber das kommt erst später dran, weil Wasser kann man trinken und dann bekommt man, ja, dann hat man keinen Hunger mehr, soweit ich weiß. Also war das auf jeden Fall, dass man mit Wasser seine Hungeranzeige wieder auffüllen kann. Also das weiß ich auf jeden Fall noch. Ich werde mir dann später noch ein bisschen Sand holen, aber erstmal baue ich hier meine Luxusvilla wieder auf. Weil Sand findet man ja auch nicht alle Tage, ne? Das ist ja auch ein bisschen ein kleiner Aspekt, den man berücksichtigen muss. So. Über die Blume noch. Oh, was ist das denn? Alles klar. Ich dachte schon, das sei ein Bug. Ich glaube, das war ein Bug. So. Ich würde mal sagen, das Dach bauen wir dann auch noch aus Sand. Aber erstmal will ich hier die Außenfassade bauen. Das mache ich immer. Danach die Innenfassade. In Innenfassaden bin ich der Meister. Also da habe ich einen Abschluss gemacht. Ja, jetzt können wir hier schon mal unsere Workbench hinstellen und schon mal ein bisschen was craften, nämlich eine Tür. Die ging so. Und Türen sind ganz wichtig, die braucht man immer bei Minecraft, bei Minecraft. Und ja, einfach mal schauen, wie das wird, ne? Passt doch perfekt eigentlich. Und ich werde mir jetzt so ein bisschen Sand holen. Also Sand ist hier wirklich Mangelware. Also wie man sieht, ich verliere ja die ganze Zeit Sand. Das heißt, Sand ist sehr, sehr wertvoll und ich muss immer wieder neuen Sand holen. Also Sand ist hier wirklich eine Mangelware, wie man sieht. Das ist richtig schlimm. Ich hoffe, dass der Programmierer von Minecraft das ändert. Ich glaube, der hieß Nock. Nock, glaube ich, hieß der. Und ich hoffe mal, dass der ein paar Updates einbringt. Dass man ja halt Sand schneller findet. Da ist schon wieder ein Creeper. Ja, wie gesagt. Ihr habt gesehen, nur zwei Blöcke sind weggefetzt. Daran sieht man, dass Sand sehr, sehr stabil ist. Ja, da könnt ihr mal sehen. Sand ist sehr, sehr stabil, es hat nur zwei Blöcke weggefetzt. Bei Stein hätte es wahrscheinlich 8 bis 9 Blöcke auseinander geflogen, aber bei uns nicht. Da Sand ja so mega stabil ist und ich wieder keinen Sand habe. Das ist sehr, sehr schlecht. Aber da hinten ist eine Wüste. Oder auch nicht. Okay, es hat für einen kurzen Moment so ausgesehen. Und hier ist ein Zombie. Warum brennt er nicht? Okay, der brennt. Okay, ich hole mir jetzt erstmal ein paar Kühe, denn ich brauche wieder Fleisch. Der Zombie kann mich mal ganz konkret in Ruhe lassen, der nervt voll. Tja. Ach, so ein Mist, aber auch. Hm. So, ich weiß jetzt noch. Oh, ein. Oh, das kenne ich auch. Das ist, glaube ich, das ist eine Ente, genau, eine Ente. Enten gibt es ja hier auch, die konnte man sich auch noch holen, Enten. Seht ihr, ist eindeutig eine Ente. So, ich hoffe, ich finde mein Haus dann noch wieder. Also das müsste ich eigentlich. Weil das wäre sonst unfair, wenn ich hier ein Haus, ich meine, ich bin schon so weit gekommen mit dem Haus, wie groß das auf jeden Fall war. Das kann nicht jeder, also schon allein dafür müsste man mich feiern. Ja, erstmal gucken. Oh verdammt, das ist ja gar nicht gut. Und ja, einfach mal schauen, wie das hier so läuft. Also auf jeden Fall, Fleisch habe ich jetzt auch wieder ganz viel. 24. Und ja, Kühe gibt es hier auch noch. Hülle und Fülle, das ist sehr gut. Ich weiß gar nicht, was das braun ist, was die hier droppen. Das sieht aus wie, keine Ahnung, halt wie Schuhe. Ich glaube, die ziehe ich dann mal an. Ich werde erstmal gucken, wie viele Schuhe ich habe und dann werde ich mal schauen, wie viele ich noch anziehen kann.
Also im Real Life habe ich schon mal geschafft, 4 Schuhe anzuziehen und das auf einmal. Und das hat er ziemlich gedrückt, aber ich habe es hingekriegt und dafür habe ich auch einen Lolli bekommen. Ja, der war zwar schon halb aufgegessen, aber ein Lolli ist Lolli, oder? Also ich glaube, der würde mir zustimmen, oder? Ja, ich auch. Also dass Pilze auf Sand wachsen, das wusste ich noch gar nicht. Aber jetzt weiß ich's. Wie gesagt, das habe ich alles von der Sesamstraße gelernt. Die Sesamstraße ist nämlich meine Lieblingsserie, müsst ihr wissen. Das ist die beste Serie, die jemals produziert wurde. Und dann gibt es ja noch so eine Serie, die ich mega feier. Das sind diese komischen Aliens da, diese Teletubbies, genau. Die Teletubbies, die sind mega cool. Also beste Serie, die ich jemals geschaut habe, die Teletubbies. Kann ich jedem nur nahelegen, die Teletubbies sich mal anzuschauen. Ich werde den Link zu der ersten Folge der Teletubbies werde ich in die Beschreibung stellen. Weil das solltet ihr euch unbedingt mal anschauen, die Teletubbies. Weltklasse. Vor allem die Handlung bei den Teletubbies, die ist einfach nur super. Also das ist eine super Handlung bei den Teletubbies. Die habe ich echt noch nie gesehen. Aber die soll so gut sein, dass nicht mal die Avengers damit halten kann. Und warum kann ich kein Dach aus Sand bauen? Was ist denn das? Das ist komisch. Ja, das ist jetzt ein bisschen komisch. Aber, oh, ach du Scheiße, so spät schon. Die Teletubbies fangen in 5 Minuten an. Und ich muss noch mal einen Schmusedeckel aus der Waschmaschine holen. Deswegen würde ich mal sagen, ich beende hier. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Der erste Part von meinem Let's Play Minecraft. Guckt das nächste Mal wieder vorbei. Also würde ich mal sagen, hier Daumen hoch, abonnieren und so. Kennt ihr ja. Auf jeden Fall. Ja, bis dann. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.